Okay, Leute, wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr kennt den Drill. Wir waren hier in Gaius Arena. Und, oh, perfektes Timing hier, Nilsov. Nils, schön, danke für den Raid, aber ich möchte ehrlich gesagt, es ist schwierig, mit dir assoziiert zu werden zurzeit. Das ist einfach schwierig gerade. Ich muss auch ein bisschen auf meine Connections achten. Ehrlich gesagt haben mich mehrere Anträge erreicht, dass ich versuchen soll, mit den anderen Gesellschaftern dich zu feuern. Und wir sind da noch im Prozess, wir reden da noch drüber. Also es ist noch nichts entschieden. Aber wir müssen an der Stelle auch Schaden von Rocket Beans abwehren. Und mit deinen Jokes ist das einfach eine Gefährdung für alle. Ja, es ist einfach so, wir haben jetzt verschiedene Sachen, prüfen wir gerade. Also momentan ist ein, also die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit den Rocket Beans Anwälten prüfen gerade, ob das noch als Joke durchgeht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so nach unten treten, weiß ich nicht, das ja. Also trotzdem danke für den Raid, ihr dürft gerne hier bleiben, aber wir können ja sagen, ihr seid von, weiß ich nicht, Varion oder so gekommen. Welcher Nils überhaupt? Ich kenne ihn gar nicht. War der auch bei Game One? Welcher ist das? Der Dicke oder der Asiate? Der Rothaarige. Hä? Da war ein Rothaariger? Du, keine Ahnung, ich kenne aber auch nicht mehr alle da. Das ist einfach, die haben dich so verändert, die Rocket Beans. Ich kenne die teilweise gar nicht mehr da, die alle da, die da alle dabei sind. So, das sind ja teilweise, von der Ur-Crew ist da ja keiner mehr. Also das ist ja nicht mehr mein Rocket Beans. Das ist ja schon lange. Uff. Der Joke war eine glatte 17 von 10, das stimmt. Okay, wir machen weiter. Let's go. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich habe hier gerade Gaius im First Try gelegt. Because this is how I do it, you know? Mann, ich wünschte, es gäbe mehr Geheimgänge in Aufzügen. Und das triggert mich auch, dass diese Tür hier einfach, dass sie einfach nicht funktioniert. Also, dass man mit der überhaupt nicht interagieren kann. So, guck, da waren wir gerade. Alter, das sieht aber auch geil aus, oder? Schade, dass das nur ein Durchgang ist eigentlich, oder? Da hätte man doch mal nochmal einen Praktikanten dran setzen können, nochmal ein paar Räumlichkeiten da. Und den Turm. Sieht auch ein bisschen aus wie Mordor-Turm da. Das Auge Mordors. Saruman oder wie der hieß.
Ich habe ein Item verpasst? Laber nicht, Pixel Paddy. Was für ein Item habe ich verpasst? Wo? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles abgesucht. Wo habe ich denn jetzt hier ein Item verpasst? Hier ist nichts. Wo soll ich schauen? Aber ihr redet am Aufzug unten? Was passiert, wenn ich springe? Bin ich dann tot? Nee. Voll unrealistisch. Der Aufzug nicht viel schneller weiter. Egal. Hä? Wo soll denn da ein Item sein? Ich habe doch hier alles abgesucht. Have mercy for the spirited away shamans. Muss ich hier wieder irgendwas gestentechnisch machen? Alter. Boah. Have mercy for the spirited away shamans. Okay. Danke, Chat. Shit, das ärgert mich, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Oha. Komplett neuer Bereich hinter der Wand. Das ist ja krass. Von wegen, du hast ein Item vergessen, du hast einen ganzen Bereich, hast du nicht. Alter. Ja, man hätte drauf kommen können, dass da noch was ist, weil da auf dem Boden was stand. Aber ich habe das als Hinweis irgendwie für den Bossfight interpretiert und deshalb nicht mehr drüber nachgedacht. Geil und traurig, dass ich es nicht ohne Hilfe rausgefunden habe. Schade. Nein. Ja. Hab ich doch, irgendwas hat sich doch da gerade bewegt. Vielleicht waren das die Funken. Ja, aber fairerweise muss man sagen, wenn Chat oder so das nicht gesagt hätten, ich wäre da nicht mehr drauf gekommen. Es sei denn, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, in diesem Bereich hier, ne? Den hätte ich ja dann auch gar nicht gefunden. Und von da kommt man dann hier hin und dann dahin oder was? Alter. Da oben geht's auch lang. Das ist ja sensational. Da sieht man mal, egal wie gründlich man ist. Elden Ring ist gründlicher.
nicht die beste Pferdewaffe. Das Ding ist, wenn es so ist. Oh, ich kann. Ach, Schäfchen! Seid ihr dumm? Ich sag gar keine Schafe, by the way. Könnt ihr euch jetzt mal beruhigen? Ist doch einfach nicht clever von euch, mich anzugreifen. Mein Problem ist, wie es aussieht, geht's jetzt hier lang und dann hier runter. Und ich weiß jetzt schon, wir kommen hier zum Finger. Und da wird wahrscheinlich das gleiche sein wie beim anderen Finger. Hier. Nämlich nix. Beziehungsweise, ich werde da nichts machen können. Stimmt's? Oder habe ich recht? Wahrscheinlich, weil das Teil einer Quest ist, die ich nicht habe. Deshalb überlege ich, ob ich das überhaupt jetzt dahin reiten soll. Allerdings brauche ich auch noch ein Shadow Fragment. Nervt doch. Was für eine scheiß Pferdewaffe. Haben wir mal mit Waffen rumexperimentiert. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Oh, what the fuck? Tree Sentinel? Alter, ich habe hier gerade einen Gaius gekillt, kommt hier schon der nächste Gaius-Klon. Nee, weißt du, was wir machen? Das wird geil. Oder? Warte, habe ich Fatroll? Ja. Immer noch. So, komm her jetzt. Komm mit, wir kämpfen hier oben. Von Mann zu Pferd. Hä? Bist du dumm? Komm her! Komm jetzt! Nochmal sage ich es nicht. Oh, Mauer. Lol, er läuft gegen. Er läuft gegen die gleiche Mauer, der Holzkopf. Was zum Fickbums? Wie ich nichts treffe.
Dein Maul jetzt. Blessing of America. Spawnen die wieder? Nee, oder? Das war ja ein Boss. Bossbalken. Da ist ja noch einer. Ja, sag mal. Freilich, das ist ja überhaupt nicht möglich eigentlich. Nee, ich kann mich nicht entscheiden. Für den Old friend, we meet again. Ja, wie lange brauchst du denn zu trinken, Alter? Lol. Verspeist Tree Sentinel zum Frühstück, Boy. Come on, Boy. Pick up America's blessing and go. Dad, I know. Go on, Boy. I follow up later. Dad, do you think people who built this bridge was aware that only gods could pass them? I don't know, Boy. Now go over that bridge. Welches Spiel? Super Mario Bros. Stimmt. God of Boy. Dad, do you miss Mom? Yes. Now go on, Boy, and fetch some trees. Do you think I will be so strong? As strong as you someday, Dad? No. Stronger. Now leave, Boy. Did you ever took a shit, Dad? Or do gods don't have to take shits? We do shit all the time, Boy. Now leave me alone. Because one day I was taking the shit, Dad, and I tried to wipe my ass and all the shit went to my hand. Did this happen to you once? Yes, Boy. That's quite natural. Because we have very large assholes, Boy. Keine Ahnung. Irgendwie so. God of War 3. Spoiler. Tja, Leute, hier auf diesem Kanal, das ist halt nur was für Leute, die auf überragenden Humor stehen. Es tut mir leid. Scheiße. Ah, Glück gehabt. So langsam müsste ich eigentlich auch wissen, dass man Grabsteine nur absteigen kann und nicht...
Soll das da so hängen? Shrimp? Flying Shrimp? Oh, die Musik. Invasion? Boy als Subsound, das wäre nicht schlecht. Thank you, boy. Your mother would be proud, boy. I never knew my mother. I know. I knew her. You really think she would have loved me? Yes. But how? Because she's your mother, boy. But Dad, not all mothers love their children. Yours does. Now, go on and fetch me some meat. Boy. Was ist jetzt das? Wo kann ich nicht absteigen? Was ist das? Was zum... Bisschen alienmäßig, oder? Ist alles voll hier. Guck mal. Überall. Jetzt bin ich ja doch hier gelandet. Hä? Bin ich nicht nach oben gegangen? Oder nach hier? Ich schätze mal, wenn du einen von denen angreifst, hast du ein Problem. Hände. Was haben wir hier? Eine Höhle? Nee. Aua! Seid ihr dumm? Jesus. Fingerprint Nostrum. Boost Mind Intelligent Face. Okay.
Also langsam habe ich das Gefühl, FromSoft denkt sich aber auch einfach irgendwelche Items mittlerweile aus. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Items, die es ja wirklich in der echten Welt gibt. Aber das ist doch jetzt wirklich Quatsch. Irgendwie, wer nutzt denn sowas? Das ist doch... Und das sieht halt einfach aus wie Jizz. Zwei Jizz habe ich. Kein Bock auf die Waffe. Ich nehme die Milady, die habe ich heute noch gar nicht gehabt. Ich war gerade im Menü, hallo! Na, hier ist ja gut was los. Hands down. The fuck? Da hängt doch wieder ein Gegner in der Wand. Lol. Okay, ich weiß, was hier zu tun ist, Leute. Vielleicht nicht den mittleren. Ich will den mittleren. Gibt er mir nicht. Nicht abgegradet halt, ne? Baum! Oh, das war knapp.
Oh, noch mehr von denen. So, jetzt gucken wir uns überhaupt erstmal die Waffe von Gaius an. Das habe ich ganz vergessen. Wild Boar Rider. Sword Lance. Heavy Thrusting Sword. Oder Blades of Stone. Na gut, das ist für ein Mage. Summons Rock Blades from the Earth. Ist ja klar, dass wir die Waffe nehmen. Wie immer. See, ist interessant. Spinning Gravity Thrust, okay. Und gleich hochballern. Smithing Stones kaufen. Werbungsanzeige soll nicht. Nee. Welche brauche ich? Die. So, kurz hier Upgrade-Gedöns machen. Ich muss hier schon wieder nachkaufen. Ja, schon wieder weg die Kohle.
Aber ich muss gleich mal wieder ein bisschen farmen hier. Das ist nicht in Ordnung, so wenig Steinchen. So, achso, wir haben noch nicht geguckt nach einer Rüstung. Gaius' Gauntlets. Oh, Gaius' Armor. Die Hosen haben wir ja auch. Aber kein Helm. Doch. Geil, es ist Helm. Nice. The Black Iron Helm of Commander Gaius, part of an armor set patterned after fallen seeds. Geil. Gaius was the most senior disciple of the same Alabaster Lord who taught Radahn and Gaia. Gravitational technique. Wie die eben so Rollstuhlreifen da dran gemacht haben, Räder. Ja gut, das sieht echt nicht geil aus, oder? Aber es hat was. Uah. Poise 75. Wo ist sie denn? Kann die gar nicht verändern? Die kann man gar nicht verändern. Naja. Alright, also die Rüstung ist es schon mal nicht. Das ist schon mal klar. Wir bleiben bei Rakshasa. Die schöne Rakshasa. So, jetzt probieren wir das nochmal. Wo war denn das? Hier. Ha 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 ha.
Oh, die haben überlebt. Oh! Gibt's ja nicht. Aber was ich mich frage ist, ja, okay. Verpissen ist direkt. I knew it. So, und dann haben wir hier das neue Schwert von Gaius. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes Schwert ist zum Reiten. Ja, Moveset ziemlich Standard. Zweihändig. Das wert ist. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da kann ich auch Marais Klinge nehmen. Die ich übrigens. Achso, ich glaube, ich kann die in dem Bild gar nicht benutzen. Wo ist die denn eigentlich? Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Nicht dumm? Wo ist sie? Sword of Ice and Fire. Die ist weg. Oder was? Die ist einfach weg. Das gibt's doch gar nicht. Hab ich aus Versehen irgendwie weggeschmissen oder so? Die schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade mal so auf.
Nee, das ist Hand of Melania. Hä? Da ist sie. Hä, wieso ist sie? Ach, weil ich die nicht benutzen kann, ist die so schwach. Weil die Arc 2 Punkte in Arc. Okay, ich raff's. Ich hab schon gedacht, hä, wo ist denn Marais Executioner Sword? Okay. Jesus. Ich bin gerade ein bisschen erschreckt. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Waffe, fällt mir gerade mal so ein. Ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Was können wir denn hier mal Geiles? Ach, ich weiß. Wie wär's mit Kanone? Ja, guck. What the fuck? Wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Ja, was machst du jetzt? I have the higher ground, Anakin! Oh. Jesus Christ. DPS ist ungefähr bei 70 oder so. Mit dieser Kanone. Die ist ja so lahm. Die ist wirklich nur dafür da, um im PvP Leute von Brücken zu schießen, glaube ich. Was anderes könnt ihr mir nicht erklären, wofür man die gebrauchen soll. Das ist doch der blanke Hohn, diese Waffe. Ja, tot. Ja, das sollte man nicht machen. Hammer time. Okay, ist doch nicht Hammer time. Ja, stimmt. Wenn man so eingekesselt ist, hat man wenig Handlungsspielraum. Sehr gut. Narumon sagt, das Schicksal liegt in meiner Hand. Okay. Wir sind bei Handjokes. Wenn ich Geld dafür kriege, die zu killen, nennt man das dann einen Handjob? Oh, was?
Das war ja mies. Halt. So. Now the children. Go on, Anakin. Yo, Jack FromSoft, was geht ab? Ich habe gerade Gaius gelegt und bin in einer Secret Area. Die kennst du bestimmt noch nicht. Ich bin der Erste auf der Welt, der die entdeckt hat. Ganz alleine, ohne Chat. Naja, nach meinem First Try gegen Gaius war das auch eigentlich einfach zu finden. Und die Sonnenblume habe ich auch heute gelegt, First Try. Tja. So mache ich's halt. Ah, das war schon ein mieser Facker, der Gaius, aber gab auch geile Belohnungen. Aber die Waffe von ihm finde ich crap. Tatsächlich. Ich das mal so sagen. Danke, Jack. Jack macht gerade einen 100% Run in jedem FromSoft-Spiel, glaube ich. Ne? Wie weit bist du, Jack? Könnt ihr euch angucken bei ihm auf dem Channel Jack FromSoft? Und was denkst du über Dark Souls 2 nach all der Zeit, wenn du es jetzt wieder gerade zockst? Das meist diskutierte FromSoft-Spiel wahrscheinlich. Ja, die Edge of War habe ich gerade probiert von Gaius Waffe. Ist nicht so schlecht, aber weiß nicht. Kostet halt auch sehr viel FP. Wer soll denn auf die Scheiße reinfallen? Dark Souls 2 ist eine Hassliebe bei dir. Ja, ich muss sagen, ich habe Dark Souls 2 damals durchgespielt, als es rauskam für die... Was war denn das? PlayStation 3? Und ich habe seitdem nie wieder gespielt. Ich habe auch nie diese Scholars of the First Sin Edition gespielt. Und auch nie NG Plus. Also ich war auch ehrlich gesagt froh, als ich es durch hatte. Ich habe alle DLCs durchgespielt noch. Aber ja, es war so, ich sag mal so, ich war natürlich zu dem Zeitpunkt froh, überhaupt ein Souls-Spiel spielen zu können. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, auch vom, vor allem vom Level-Design, glaube ich. Und vom, von dem Open-Schlauch-Ding da. Es hat aber auch ein paar geile Elemente auf jeden Fall. Hatte einen guten PvP, hatte auch ein paar coole Areale. Hat echt ein paar gute Sachen auch eingeführt. Wäre mal wieder eine coole Stream-Idee für dich, Eddie. Alle Souls-Games. Ja, wobei ich brauche auch nach, also wenn ich eins mal durchgesuchtet habe, dann brauche ich auch immer erstmal ein bisschen Pause.
Dann muss ich auch immer irgendwas anderes spielen. Also ich suchte mich dann da rein. Guck mal, die schlafen alle. Wir lassen die schön schlafen. Haben uns ja nichts getan. Was passiert, wenn wir auf die springen? Oh shit, das war dumm. Naja, ich mag es natürlich auch nicht, wenn man auf mich springt. Erst recht nicht, wenn ich schlafe. Insofern nachvollziehbare Reaktion. Ja, Sekiro müssen wir noch machen, ne? Wenn ich hier fertig bin mit Elden Ring und so. Jack, du hast mir gesagt, du hilfst mir gegen Ishin. Aber ich muss erstmal wieder Sekiro lernen. So lange kein Sekiro mehr gespielt. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. Dabei war ich einer der besten weltweit. Also wirklich. I don't know. They told me. Ja, das ist mein Trump. They told me. Yeah, I don't know. They said you're the best, Doug. You're the best Sekiro player in the world. I think I'm good. I don't know. They said. Ich muss an meiner Trump-Imitation noch weiterarbeiten. What the fuck is going on? Ich habe einmal in Chat geguckt und plötzlich werde ich hier von fucking Alter. Ich lebe. Lol. What the fuck? Das war ja die Unverschämtheit schlechthin. Oh, nervt das. Und hier wieder alles. Hier ist die Handfamilie. Wo kommen die eigentlich her? Habe ich das eigentlich abgecheckt? Was haben die hier ausgehändigt? Nix. Die leben hier einfach. So, was genau hat mich denn hier gerade so gefickt? Hier war weit und breit nix und plötzlich war... Ach, das sind wieder diese Sniper-Typen da von... Boah, Alter, was geht? Und dann beamt er sich her und frisst mich. Yo! Ja, sicherlich. Und da kommt schon der nächste Schuss. Der wird genau hitten, oder? Ja. Geil. Okay. What? Alles klar. Geht ab. Geht ab. Nichts hält mich am Boden. Wie ein Astronaut. Ich glaube, auf dem Felsen, da hätte ich es überlebt. Es waren genau 1 Meter. Hä, America? The fuck? Wo bin ich denn? Oh nein, was ist da? Nicht noch ein Boss. Ich kann nicht 3 Bosse an einem Tag. Bin zu alt für die Scheiße. Fuck. Was ist jetzt das? Sieht aus wie ein Krater mit diesen... Ja, okay.
Wichser. Du Schweinebacke, ey. Ja, wen soll die Scheiße treffen, hä? Die schon eher. Och. Ich treffe überhaupt nichts, kann das sein? Alter, wie er mich immer aus der Luft fischt. Alter, jetzt reicht's aber auch mal mit Umrennen. Noch einen! Jetzt reicht's. Jetzt bin ich pissed. Was nehmen wir? Was wäre geil? Wir könnten mal... Ich weiß nicht, was die für eine Schwäche haben, die Viecher. Wir könnten... Komm, wir probieren einfach mal die Gaius-Lanz. Wenn ihr die alle so liebt. Oh, der hat ihn schon gestaggert. Nochmal. Naja, okay, ich verstehe, warum ihr die mögt. Okay, schlecht. Aber ey, ganz ehrlich, ich finde... Halt, stopp. Ich finde, der darf die Arena nicht verlassen. Das finde ich ein bisschen pimmelig gerade, dass der da aus dem Ding, aus dem Krater rausgeht. Ich habe gedacht, wir sind sozusagen hier im Oktagon. Unfair. Warte mal. Ey, ich bin doch gar nicht so weit. Okay, alles klar. Chill. Was wäre gut, was wäre gut, was wäre gut? Ist das eine Charge Attack? Ja, oder? Ja, ich finde es ganz schwer zu lenken, das Ding. Du wirfst mit Steinen. Ehrlich. Man weiß überhaupt nicht, ob man trifft. Ey, man rafft doch überhaupt nicht, ob man trifft mit der Waffe. Guck mal, der rammt die immer in den Boden. Das ist eine komische Waffe, Leute, ganz ehrlich. Komm zurück in Oktagon. Und lass mich jetzt mal ein Schlückchen nehmen hier. Ein
Stichwaffe natürlich komplett scheiße. Au. Der gerade Geräusche von einer Lokomotive gemacht? Jesus, die Waffe ist kompletter Crap, ganz ehrlich. Die Asche ist doch komplett scheiße, der hat die doch 7 Mal in den Boden gerammt. Ich sag euch mal was, ich zeig euch mal eine gute Asche. Eine gute Asche auf einer Scheißwaffe zeige ich euch jetzt. Mark my words. Crap. Kompletter Crap. Und zwar nehmen wir Silurias Tree. Ist zwar nur plus 9, sollte aber reichen. Wir buffen uns sogar für Max Damage. Und jetzt werdet ihr gleich mal staunen. Was viele nicht wissen ist, dass das eine der krassesten Aschen im Spiel ist. Check it out. Scheiße. Sie ist nur sehr... Vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass sie sehr langsam ist. Aber sie hat eine gute Reichweite, guck. Alter, fick. Ach, leck mich doch am Arsch. Golden Y überschreibt Flame, give me strength. Das ist absoluter Quatsch. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Okay, fuck it. Wir machen es anders. Wir machen es anders, wir machen es mit Style und wir machen es geil. Aber ich weiß noch nicht wie. Was ist mit der Waffe eigentlich? Was konnte die nochmal? Nee, die ist ja komplette Kacke. Nee, das machen wir nicht. Was machen wir? Vielleicht Schlaf? Meint ihr das Ding? Ja, ist eigentlich auch Quatsch. Ah, machen wir Beast Claw mal. Können wir den Beast klauen? Ja, ich glaube, das... Alter. Alter, fuck! Okay. Jesus. Das kommt davon, wenn man mir zu viel Waffen zur Auswahl gibt. Haben wir noch was Kleines im Gepäck? Das ist ja wirklich ein Pain in the Ass, der Typ, ey. Ich habe noch nichts gefunden, was mir gefällt. Ey.
muss den wieder bonken, ey. Das prallt alles ab an dem. Es ist halt... Oh! Lol. Ich hab das gesehen. Oh, nee. Weil der Scheiß-Stagger wieder irgendwo in der Luft war. Oh, ist das lame. Wie ich's liebe, wenn sowas passiert. Einfach pure Liebe für sowas. Jesus. Kann ich schon wieder nicht. Oh. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Scheiß? Was soll denn das immer? Mann, ey. Einer. Scheiße. Oh, ist das nervig, ey. Dann müssen sie die Stagger, die Zonen so machen, dass man da rankommt. Am Arsch oder so, nicht am Kopf. Keine Ahnung, ey. Das ist doch einfach nur lame.
Alter, hier auf dem Terrain zu kämpfen ist doch einfach nur ein Witz, ey. Entschuldigung. Oh. Nerv, ey. Gravitation Missile kannst du dir in dein Gravitation Asshole schieben, ey. Lächerlich. Mann! Regt mich auf, sowas, ey. Okay, ich guck mir an, was es ist. Int 36. Keiner spielt Magier. Nein, ich finde auch, ich sag nichts gegen Mage-Spielen. Ich finde nur, keine Ahnung, ich habe halt einfach keine Punkte übrig für Int. Und man will doch mit den Waffen draufhauen und nicht irgendwie aus der Distanz irgendwelche Zauber. Keine Ahnung. Ich habe es aber auch noch nie richtig ausprobiert, muss ich fairerweise sagen. Also vielleicht ist auch Mage-Bild der pure Fun. Eine Flask, ey. Ja, okay, habt mich gesehen. Lol. Das war ja geil. Double Stagger, Double Stagger. So können wir uns auch ein paar Flasks verdienen. Du meine Güte, ist das noch weit. Weiß man ja nicht, ob hier noch irgendwas ist.
Oh, Kaiser, dein erstes Souls-like oder Souls-Spiel. Ja, sehr schön. Viel Spaß. The Two Fingers. Lass dir Zeit. Enjoy. Und nutze YouTube, wenn du nicht weiterkommst oder Probleme hast. Da gibt es sehr viele gute Guides, die einem weiterhelfen am Anfang. Mann, ist das ein großes Gebiet hier, einfach hinter so einer Tür versteckt, die du nur mit einem Ding aufkriegst. Das ist schon crazy, ey. Ganz ehrlich, FromSoft, was geht ab mit euch? Hup! Ey, das ist wirklich wieder mal so ein komplett komisches Gebiet, wo hinter jedem Stein irgendwas sein könnte, aber man rafft es halt nicht, weil hier alles gleich aussieht. Finger Runes of Deo. Deo, versteht ihr? Hier bin ich doch gestorben, oder nicht? Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja so krass. Oh, was? Aber wo kommt der bitte her, wenn der den einfach nur... aus einer anderen Dimension, oder was ist hier los? Du Kottel. Das bringt ja viel mit dem Schleichen. Alter.
What the fick? Oh, das ist ein Nervgebiet. Das erinnert mich an Dark Souls 2, an diesen langen See, diesen fucking, wo überall die Mages waren. Egal. Mann, Alter, dieser Schuss ist ja so albern. Nein. Boah, das war knapp. Was ein Dreck. So, kann ich wahrscheinlich eh wieder nicht machen. Das ist genau das gleiche wie bei der anderen. Ich wusste es doch. Oh. Alles umsonst. Und ansonsten gibt es hier eh nichts zu finden, oder? Außer den frühen Tod. Na, hier geht's noch mal lang. Ist das hier der Fingerschrottplatz?
Wer ist ja nochmal Ymir, Leute? Ist das der Kampfsporttyp Ymir? Der Name sagt mir irgendwas. Hier ist nix oder was? Das kann doch nicht sein. Hey Leute, es kann doch nicht sein, dass hier nix ist. Muss irgendwas sein. Leute, das gibt's doch nicht. Ich meine, jetzt hier spezifisch in diesem Bereich hier ist gar nichts. Das ist ja krass. Warum? Hier ist nicht ein einziges Item. Jetzt würde ich mich ja sogar über so einen Schmiedestein plus 1 freuen. Aber hier ist nichts. Da oben? Da könnte was sein, oder? Das sieht doch aus, als ob da was... Da ist was, guck! Ich sag doch, da ist irgendwas. Da ist eine Höhle. Und ein Item. Muss man da droppen von oben? Das gucken wir uns jetzt von oben an und droppen dann da runter. Alter. So, wo war denn das? Das ist hier irgendwo am Rand.
glaube noch ein Stück. Bin mir nicht sicher, ob man da runter droppen kann. Kann auch sein, dass es einfach ein Höhlenausgang ist und wir wissen nicht, wo der Höhleneingang ist. Anything is possible. Aber es sah so ein bisschen aus. Ich hätte es vielleicht auf der... Da. Oh, das ist zu hoch, Freunde. Oder? Das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. Tja, so kommen wir da auf jeden Fall nicht hin. Aber wie dann? Da muss ja irgendwo ein Höhleneingang sein. Aber wo könnte denn... Hier ein Höhleneingang sein. Vor allen Dingen muss der dann nach unten gehen. Irgendwo ist ein Höhleneingang, Leute. Glaube ich. Mann, das gibt's doch nicht. Give me a sign. Baby, hit me one more time. Oh, baby, baby. How was I supposed to know? That something wasn't right, yeah. How was I supposed to know? Oh, baby, baby. Wo ist denn die Höhle? Es kann natürlich sein, dass hier die Schergen irgendwas bewachen.
How was I supposed to know? Leute, ich dreh durch. Das gibt's doch gar nicht. So dumm? Wie kann man hier einfach irgendwie hoch? Ich glaube, das ist ein Höhlenausgang. Kommst du nicht hoch? Na gut, theoretisch muss der Höhleneingang auch nicht in der Nähe sein, weil wer weiß, wie lang, groß, whatever. Aber irgendwie triggert mich das gerade. Er geht safe noch rein. Dieser dumme Nebel auch, ey. Ja nun.
bin ratlos. Deshalb bin ich so still. Messias, vielen Dank für 4 Monate. Danke für deinen Sub. Wenn jemand einen Höhlenangang spenden will, freue ich mich auch. Ich sehe schon, ich glitsch hier gleich wieder irgendwo. Komplett durch. Hier ist echt gar nichts, ey. Genau schon wie bei dem anderen Fingergekräusel da. Ihr müsst euch unbedingt besser koordinieren da mit dieser Fesselung und Teleportationsattacke. Das ist vom Timing noch nicht optimal bei euch, ganz ehrlich, Leute. Alter Schwede, ey, was ein... Guck, schon wieder ins Leere gegriffen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist einfach nicht gut durchdacht. Eingelegt. Kann natürlich auch sein, theoretisch, obwohl es nicht zu weit weg, dass dann da in der Mitte bei dem Finger irgendwie was runtergeht und man so in eine Höhle kommt oder so. Aber ach, Jesus Christ, ist das schlimm. Lord Jesus. Kein Bock mehr auf dieses Gebiet, ganz ehrlich. Das macht mir keinen Spaß. Ich gehe weg.
Ich glaube, ich habe mein neuestes Hassgebiet in Elden Ring. Mit diesen Snipern, das ist echt. Weiß ich nicht. Komplett spaßbefreit. Aber da oben müsste man doch auch noch hinkommen. Stimmt, da war der eine Ritter. Stimmt, hier ging es noch hoch. Aha, wie schön. Shaman Village. Ach, das ist aber schön. Sieht ein bisschen aus, als ob ich hier mal einen Endboss von Bloodborne besiegt habe. Sehr schönes Gebiet hier. Aber manchmal machen sie zu wenig irgendwie so aus den Gebieten in Elden Ring. Da hast du dann so ein schönes Gebiet und dann ist da einfach nur ein Baum und unter dem Baum ist dann ein Item. Und das war's mit dem gesamten Gebiet. Irgendwie. Guck. Golden Braid. Ist das ein Talisman? Boost Holy Damage Negotiation. Ah, das ist das Gewächshaus. Wie ich es immer nenne. Das? Okay. See. Den Schamanen ist es friedlich, deshalb diese Harfenmusik. Also Harfe. Wie das Instrument, nicht Harfenmusik.
Das ist schön entspannt, oder? Das ist doch schön entspannt. Schön auf den Samstagabend, ruhige Musik. Ein bisschen ASMR-Let's Play. Hat der Baum gerade geatmet? Dwelven, du bist im Club, ist klar. Welcher Club lässt dich denn rein? Vielleicht der Sauna-Club. Und selbst da bin ich mir nicht sicher. Incantation Faith 70. Continuously heals allies in the area. Oh, das ist ja geil. Kann man einen Healer spielen? Dwelven, ey. Kleiner Frechdachs. Der einzige Club, in dem du je warst, war der Knacks-Club. Mit einem Taschengeldsparbuch. Adref, kennst du doch den Knacksclub echt? Gibt's das eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne? Ich hab immer so einen Kalender gekriegt, das war der Shit. Das war geil. Hier kommt man noch runter, ich sag's euch. Irgendwie komme ich da runter. Doch, dass es hier runter geht. Boah, voll die angenehme Musik, ey. Also, sofern man es überhaupt noch Musik nennen kann. Könnte ich mich komplett einfach jetzt die Augen zu ein bisschen entspannen. Was mache ich hier eigentlich? Manchmal wünsche ich mir so einen Gleiter wie bei Zelda oder Fortnite oder Call of Duty, The Pilot Wings. Ach, wisst ihr was? Ich sag euch, was wir hier finden werden. Den Haufen Steine, mit dem wir das Jump Pad unten an der Kirche
freischalten, was ich natürlich durch den Shackle schon gemacht habe und deshalb für mich komplett useless ist, was ich hier gerade mache. Sag ich euch. Einen anderen Grund gibt's nicht, hier so nah an die Kirche ranzukommen. So, und jetzt, hier ist jetzt... What? Sackgasse oder was? Jesus. Jetzt geht's nicht weiter. Ernsthaft? Wieso bin ich hier gelandet? Das ist ja total useless hier. Alter, steigt er ab. Könnte ich da auf den Balkon hüpfen vielleicht? Leute, ey. Jesus Christ. Ja, spottet ihr nur. Ich bin natürlich unschuldig, das Spiel ist schuld. Die Schuhe, es sind die Schuhe. It's gotta be the shoes. Aber auch mal wieder geil, dass da was ist. Also auf die Art und Weise. Da nochmal. Das ist schon auch ganz cool. Jetzt muss ich gucken. Wo das war. Ist hier? Einfach. Puppet of Anna. Ja, wie? Und jetzt?
Menno. Tja, machst du nix. Hier ist ein Bonfire, das ich noch gar nicht aktiviert habe. Na gut, Leute, ich mach jetzt Schluss. Mir tut der Arsch vom Sitzen weh.